die Katastrophe im Zusammenhang mit dem japanischen Kernkraftwerk Fukushima ist immer noch in aller Munde. Sie hat dazu beigetragen, dass über das Thema Kernenergie nochmal neu nachgedacht wurde, was bezeichnend genug ist, dass es einer solchen Katastrophe bedarf, um über dieses Thema nochmal neu nachzudenken. Auf der anderen Seite sind die Konsequenzen und die Folgen immer noch unabsehbar und wir wollen uns mit einem bestimmten Umgang mit diesem Thema im folgenden Gespräch unterhalten. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum neuen Runde im Alpenparlamentskongress. Ich begrüße Dr. Manfred Döpp ganz herzlich. Das Thema Radioaktivität auf der einen Seite, Elektrosmog auf der anderen Seite. Du sprichst von manipulierten Problemen. Jetzt bist du sicherlich nicht jemand, der sagt, alles halb so wild, alles überhaupt gar nicht das Problem. Und wir können hier, wie das unsere Politiker so gern tun, zur Tagesordnung übergehen. Aber auf der anderen Seite, was ist das Manipulierte an diesem Thema? Warum kann man mit diesem Begriff operieren? Ja, da möchte ich auch etwas ausholen. Bitte. Also es findet im Moment auf der Erde ein Kampf statt um die Bewusstseine der Menschen mittels nicht ionisierender Wellen, gleich technischer Elektrosmog, Handystrahlung, HARP etc. und ein Kampf um die Körper der Menschen über die Radioaktivität. Das heißt, das Bewusstsein der Menschen soll manipuliert werden und die Körper der Menschen sollen krank werden und sterben. Man könnte dies auch so auffassen, die Menschheit soll dezimiert werden, kann man so vielleicht vermuten. Die Radioaktivität ist ja eo ipso nicht schlimm, denn alle Radioaktivität, die wir produzieren, ist ja letztlich auch schon vorhanden. Nur sie ist fein verteilt vorhanden in der Natur und das kennt der Körper, damit kann er umgehen. Aber wie wir im Iran zum Beispiel sehen, in der Technik werden die Radionuklide immer angereichert. Und das ist das Problem. Die angereicherte Radioaktivität, die konzentrierte Radioaktivität ist eben atombombenfähig und ist atomkraftwerkfähig. Mhm. Und diese Form ist den Menschen gegenüber schädlich. Also die ionisierenden Strahlen schaden der DNS direkt. Es kommt zu Genmanipulationen, ja, zu Gendefekten. Und wenn es denn so weiter ginge, dass so viele Atomkraftwerke gebaut werden würden, wie geplant sind und waren, dann könnte man sagen, die Menschheit wird daran aussterben. Ob nun über die Kraftwerke und ihre Unfälle oder Atombomben oder beides, darüber kann man diskutieren. Und das andere Problem, die nicht ionisierenden Strahlen, die nicht radioaktiven Strahlen, die Herzschenwellen, die Teslawellen, die Skalawellen, die Wirbelwellen, eventuell auch der Hyperschall, wie man es physikalisch interpretieren will, die sollen das Bewusstsein der Menschen manipulieren. Das heißt, die Menschen sollen ihre Identität verlieren, sie sollen ihre Authentizität verlieren, ihre Autarkie verlieren, sie sollen die Fähigkeit, die ja schon vorher erwähnt wurde, nämlich ein Universum in sich zu sein, verlieren, sie sollen verschwimmen. Sie sollen zu einer Masse werden, mit der man dann umgehen kann, wie man will. Und dazu dienen eben die verschiedenen Aspekte der nicht ionisierenden Wellen, zum Beispiel die Trägerwelle von 2,4 Gigahertz, die wir im Moment haben, vor allem haben, ist ein biologisches Fenster. Das heißt, damit kommt man in den Menschen hinein, mhm, ins Gehirn hinein und kann über Resonanz damit die DNS verändern, negativ verändern, denn die meisten Manipulationen oder Mutationen der DNS sind ja negativer Natur. Nur ab und zu kommt mal was Positives dabei heraus. Dann die Frequenzmuster, die aufgeprägt sind auf diese Trägerwelle, die sollen jetzt direkt auf die Großhirnrinde und das limbische System eingehen und sollen dort bewirken, dass derjenige nicht mehr in der Lage ist, sich selbst zu hinterfragen,
dass er sich nicht mehr als Kind Gottes sieht, dass er sich nicht mehr als Mensch, als Lebewesen mit freiem Willen sieht, sondern dass er den freien Willen verloren hat. Und auf diesen beiden Feldern läuft die Manipulation ab. Ja. Du hast das jetzt angesprochen, als zwar so in so einem Nebensatz mit der Bevölkerungsreduktion, ist das ein Thema, das jetzt erstmal so richtig verschwörerisch klingt, aber auf der anderen Seite ist ja in der Tat ganz konkrete auch Verlautbarung diesbezüglich gibt. Und man muss da nicht nur auf die Guidestones in Georgia hinweisen, sondern eben durchaus auch in anderen politischen Schriften bis hin zu Berater hier unserer werten Frau Kanzlerin, die auf diese Punkte hinweisen. Das heißt, es steht in der Tat, das ist jetzt nicht eine Verschwörung, sondern es steht in der Tat auf der Agenda drauf zu sagen, die Menschheit ist zu viel, der Planet ist überbevölkert und die Zahlen, die dann als sinnvoll in den Raum geworfen sind, Raum geworfen werden, sind mal eine Milliarde, auf den Guidestones sind 500 Millionen angesprochen. Was bedeutet bei 7 Milliarden, dass wir mal eben 6 Milliarden an Menschen zu viel haben, die weg müssen, was als Programm schon einen heftigen Ansatz bedeutet, aber ja, da regt sich kein Mensch drüber auf. Nein, das Ganze wird ja mit dem Mäntelchen der Humanität versehen. Und der Ökologie, einer Pseudoökologie. Pseudoökologie, genau. Ja. Das heißt, man will ja Gutes für die Menschen. Ja. Man will, dass die Nachteile der 7 Milliarden oder irgendwann 10 Milliarden, die Nachteile nicht erst eintreten, sondern dass sie zurückgeführt werden und verschwinden. Und dass ein wunderbares Zusammenleben auf der Erde möglich sein wird, nur eben von nicht mehr denkenden Menschen, sondern die leben auf einem pseudosozialistischen Niveau, ohne eigenen Willen, ohne eigene Zielsetzung. Das heißt, das Leben als Konsument, wie vorhin erwähnt, ist dann eigentlich das Ein und Alles. Ja, ja. Jetzt hast du darauf hingewiesen, und damit kommen wir zu einem anderen Aspekt, der jetzt nicht menschengemacht ist, dass sich die Schumann-Frequenz verändert hat. Was ist einerseits da passiert und was hat das andererseits für Auswirkungen, für Konsequenzen? Ja, wir stehen ja vor Umwälzungen, da gibt es keinen Zweifel, denn wohin wir schauen, die Zahl der Katastrophen steigt, die Zahl der die Gefahr oder das Vorhandensein eines eventuellen Kataklysmus steht bevor. Auch eine Polwende wäre eigentlich überfällig. Es war ja seit 700.000 Jahren schon keine mehr. Und wo wir hinschauen auf der Erde, gibt es Katastrophenlinien, die alle auf ein Ziel hin ausgerichtet zu sein scheinen, nämlich die Menschheit zu einem Umdenken zu bringen. Jetzt ist die Frage, hat das einen Sinn, wenn die Sonne vermehrt strahlt, wenn das Erdmagnetfeld nachlässt, wenn die Schumann-Frequenz von 7,8 Hertz auf 12 und irgendwann jetzt 14 Hertz ansteigt. Es hat den Sinn, die Menschheit vorzubereiten darauf, dass es so wie bisher nicht mehr weitergeht, dass ein Umschwung stattfinden muss und ein Umdenken und ein Neuanfang, hoffentlich nicht nach gar zu großen Katastrophen, aber auf jeden Fall ein Neuanfang. Mhm. Und von daher ist es sogar eventuell aus höherer Sicht notwendig, dass so etwas wie Fukushima stattfand, denn nur dadurch war ja der Atomenergie besessene Staat Japan bereit, jetzt umzudenken. Oder waren die Deutschen bereit umzudenken? Das heißt, diese Katastrophe hatte, wenn man jetzt nicht linear denkt, sondern aus höherer Sicht, einen Sinn. Ja. Und die erhöhte Schumann-Frequenz dient dazu, das Bewusstsein der Menschen anzuheben. Das Gehirn, das nicht mehr in 8 Hertz schwingt, wo es sich ja wohl fühlt, das ist ja eine recht ruhige Frequenz, das wird aktiviert und mit 12 bis 14 Hertz wird es zu höheren Impulsen, zur Aufnahme höherer Impulse fähig sein.
Also das Ganze, wie Goethe schon sagt oder Mephisto sagt, das Positive im Negativen sehen wir ganz deutlich. Letztlich dient das Ganze einem höheren Zweck, auch wenn wir im Moment es nicht so sehen können, noch nicht. Das heißt, das, was mit der Frequenzerhöhung auch im Strahlungsbereich passiert, würdest du sagen, hat durchaus auch vor dem Hintergrund so eine positive Wirkung? Ja, wir werden zwar alle nervöser werden, wir werden hektischer werden, wir werden weniger gut schlafen können, das ist klar, aber das Ganze dient dazu, dass wir den Sprung machen, dass unser Gehirn eben nicht, wie es die Manipulateure gerne hätten, abwärts tendiert, sondern aufwärts tendiert. Im Zusammenhang mit Radioaktivität und Elektrosmog, es sind ja zwei, du hast es angesprochen, Bereiche, die, ich sage das mal sehr auf der Basis her, den menschlichen Organismus tangieren. Wie sollen wir heute mit dem Thema umgehen? Die Gefahren sind ja nicht nur nicht weg, sie sind ja unverändert vorhanden. Wie können wir damit umgehen? Fukushima konfrontiert uns damit. Ja. Die Handystrahlung, die ist zwar jetzt hier im Augenblick im Saal wahrscheinlich nicht, weil sie die Handys aus sind, aber wenn wir rausgehen, ist ja alles wieder wie vorher da. Ja, das Wichtigste ist, dass wir nicht dem folgen, was die Manipulateure sagen, nämlich A, das Ganze sei gar nicht schädlich, das ist die eine Linie, die gefahren wird, und B, die Angstlinie. Das heißt, oje, oje, oje. In dem Moment, wo der Mensch in Angst verfällt, ist er allen diesen Manipulationen voll ausgeliefert. Also die sogenannten Herrschenden dieser Welt verfolgen diese beiden Linien. Mhm. A, Negierung ist gar nicht so, und B, wenn es vielleicht doch so ist, dann Angst. Und zu dem Zweck werden dann auch False Flag Operations durchgeführt und werden V-Leute eingeschleust, die dann die Angst erzeugen. Wie gesagt, die falscheste Reaktion. Die richtige Reaktion ist, die Fakten alle zu kennen, aber gut zu reagieren, ohne Angst, sondern das eigene Bewusstsein so zu aktivieren, dass es drüber steht. Und das ist möglich. Denn so wie ich die Einwirkungen des Elektrosmogs zusammen mit Stress immer mit Switching bezeichne, wenn unser Gehirn geswitcht ist, sind wir nicht mehr wir selbst. Wir sind teilweise sogar dann süchtig auf Elektrosmog, schlimmstenfalls. Wenn wir das wissen, können wir uns entweder entswitchen, das habe ich beschrieben in einigen YouTube-Videos, und das habe ich in meinem Buch Energie und Kosmos auch beschrieben. Entswitchen ist eine sehr simple Methode, so und so und so. Und wir können unser Bewusstsein spirituell aufwärts entwickeln. Dazu ist notwendig, dass wir keinen Widerstand leisten. In dem Moment, wo wir Widerstand leisten, auch gegen Elektrosmog und Radioaktivität, hat er uns. Sondern wir müssen es annehmen. Wir müssen uns ihm sogar hingeben. Wir dürfen nicht bewerten. Wir dürfen nicht werten, nicht bewerten, nicht abwerten. Wir dürfen nicht urteilen, nicht verurteilen, sondern wir müssen völlig neutral sein. Und wir müssen wieder das geschlossene Universum sein, das wir eigentlich sind. Und das können wir mit der richtigen Grundhaltung. Also nicht werten, nicht urteilen. Ich bin ich. Ich bin ich, so wie die Bayern sagen, mir san mir. Ne? Ja. Mir kann eigentlich keiner. Wenn ich wirklich ich bin, dann kann mir keiner. Auch kein Elektrosmog und keine Radioaktivität. Das heißt, wenn wir spirituell drüber stehen, dann ist die niedrige Schwingung von Elektrosmog und Radioaktivität nicht mehr in der Lage, uns zu stören oder gar zu zerstören. Jetzt hast du gesagt, von der Strategie her, der Betreiber, gibt es die Strategie des Negierens der Gefahr und die Angstpropaganda. Wie muss man sich das konkret vorstellen, das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast,
klingt erst einmal so, du wirst es gleich klarstellen, wie ein Negieren. Wie kann ich zwar drüber stehen, über der Problematik, aber trotzdem nicht so tun, als ob es die Gefahr nicht gäbe? Also ist ein Schutz, ist eine Abschirmung damit komplett überflüssig? Brauche ich da in der Richtung gar nichts? Die ist nur dann überflüssig, wenn ich tatsächlich schon diesen erwähnten Bewusstseinszustand habe. Ja. Da den aber die meisten von uns nicht haben, die meisten sogar damit kämpfen, nicht noch weiter abzusinken, ist es sehr sinnvoll, wenn wir uns einige Hilfsmittel bedienen, die in der Lage sind, den Körper in eine Harmonie zu bringen und in eine Ordnung zu bringen, dass die destruktive und chaotisierende und desinformierende Frequenz, die da auf uns zukommt, uns nicht mehr tangieren kann. Ja. Also ein illusionsloser Realismus ist notwendig. Das ist die Basis. Ich mache mir nichts vor, aber ich reagiere korrekt drauf. Ich habe keine Angst, denn ich habe Hilfsmittel, die gibt es bei Firma Vostag zum Beispiel, und ich habe die Möglichkeit, mich selbst zu entwickeln, in einen Zustand zu bringen, in dem ich nicht mehr gestört oder zerstört werden kann. Also das ist an sich, glaube ich, insofern wichtig, dass wir das nochmal klargestellt haben, dass es diese Dualität im Moment, einfach weil die Menschen in der Entwicklung unterschiedlich sind, auch gibt, dass du also eine Situation hast, in der diejenigen, die im Bewusstsein, wie du sagst, du da drüber stehen, da dann eben auch die Anfälligkeit, was ja eine Hammeraussage ist, die Anfälligkeit nicht mehr da ist, also eben auch Radioaktivität oder Elektrosmog einem solchen vom Bewusstsein her geleiteten Organismus nichts mehr anhaben kann. Aber das soll auch nicht zu Leichtfertigkeit führen. Auf keinen Fall. Genau, sondern eben in dem Moment. Denn gerade die Sensiblen oder gar die Sensitiven unter den Menschen sind ja die verstärkt anfällig sind. Ja. Und die werden ja auch speziell betroffen von meinetwegen stehenden Harpwellen, die wir auf der Erde jetzt überall haben. Denn die Militärs, vermutlich auch die Weltraumorganisationen, sind ja in der Lage, Wellen zu erzeugen, mit denen sie gezielt bestimmte Areale auf der Erde manipulieren können. Ja. Also nicht nur Menschen, sondern auch Areale auf der Erde, und sie können derart viel Energie auf ein kleines Areal konzentrieren, dass es dort zu Katastrophen kommt. Das geht durchaus. Ja. Also insofern ist eben, wie gesagt, der Schutz durchaus etwas Sinnvolles. Und vielleicht da ein letzter Satz noch zu diese Form des Schutzes. Was ist das, was mir dann da konkret hilft? Also wie schirme ich mich bei diesen Attacken, wie schirme ich mich da ab? Also man sollte auf seinem Handy auf jeden Fall einen Aufkleber haben, oder vielleicht auch zwei oder drei, und sollte einen Umhänger haben, der den Bereich des Thymus und des Sonnengeflechtes erfasst. Denn Thymus und Sonnengeflecht sind neben dem Gehirn die wesentlichen Antennen, mit denen wir Strahlen aufnehmen. Also ein guter Umhänger und ein guter Handychip, die sind auf jeden Fall jedem Menschen zu empfehlen. Ja. Denn auch wenn jemand denkt, ich stehe drüber, es kann ja ein Hochmut sein. Es muss ja nicht stimmen. Und wenn es ein Hochmut ist, erreicht es mich doch. Ja, das ist, und dann ist es im Zweifelsfalle nicht mehr reversibel. Ja. Und diese Thematik, Elektrosmog ist klar. Was ist jetzt abgesehen von der Bewusstseinsveränderung und dem Bewusstseinstraining, das Erreichen halt auch einer solchen Steuerung des materiellen Körpers bei dem Thema Radioaktivität, also unabhängig von dem Verlust der Angst, der Panik, wie gehe ich mit dem Thema Radioaktivität? Ja, da Radioaktivität ja an Radionuklide gebunden ist, das sind ja konkrete Atome,
sollte ich sie ausleiten. Also es kann kaum noch jemand heutzutage leben, ohne sie zu inhalieren und zu essen und zu trinken. Und die besten Ausleitungsmethoden, die wir in dem Buch beschrieben haben, keine Angst vor Fukushima, sind Zeolithe, also bestimmte Gesteine, sehr fein gemahlen und ultrahoch zentrifugiert, oder Klinoliptolithe, wie auch immer man sie nennen will. Die gibt es auf dem Markt und die wirken wie Ionenaustauscher. Sie geben also meinetwegen Calcium und Magnesium, Kalium in den Körper und nehmen dafür Strontium und Cäsium auf und transportieren sie raus. Das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Ja, das heißt also, es gibt durchaus auf der einen wie auf der anderen Seite erst einmal ganz Basis für den materialistischen, für den materiellen Körper, Möglichkeiten, sich zu schützen bzw. vorhandene Belastungen abzubauen und auszuleiten, und die andere Ebene, sich eben weder auf den Trick der Negation noch auf die Panik und auf die Angstschiene zu begeben, darauf hast du hingewiesen. Mhm. Und ja, als Ausblick ist das durch auch das, was wir ganz am Anfang mit der Veränderung der Schumann-Frequenz besprochen haben, ist das etwas, wovon du sagst, das ist eigentlich auch die Hoffnung, dass sich die Menschheit durch diese Veränderung bewusstseinsmäßig verändert, sodass diese beiden Attacken der 6-Milliarden-Reduzierer dann nicht mehr funktionieren, dass das etwas ist, wo wir uns hinbewegen. Also wir sehen ja an der Entwicklung der letzten 20 oder 10 Jahre und insbesondere der letzten 2 Jahre, dass die Erde einem Ziel zusteuert. Ja. Also man kann dem Ganzen ja eine Teleologie unterlegen. Und wenn das ein Ziel ist, das in absehbarer Zeit erreicht werden wird in Form eines Umschlags, also nicht endgültig erreicht, aber in Form eines Umschlags, dann können wir uns diesem Ziel ja anvertrauen. Wir brauchen dann auch deswegen ja keine Angst zu haben, sondern wir haben dann praktisch als diejenigen, die im Moment inkarniert sind, eine Gnadenzeit, daran teilnehmen zu dürfen, an diesem Umschlag der vom Kali-Yuga zum nächsten Yuga. Ja. Nein, ein schöner Ausblick und auch eine wichtige Schlussbemerkung und in der Tat auch ein Hinweis darauf, du hast es so schön formuliert, dass es durchaus ein Stück weit auch eine Gnade ist, in genau diesen Jahren oder in diesem Jahrzehnt zu leben, in dem eine Menge passieren wird. Und insofern sollten wir gemeinsam einerseits den Schutz, das hast du gesagt, nicht vergessen, andererseits aber eben an den anderen Dingen der Weiterentwicklung arbeiten und auf die Art und Weise diese Zeit auch gut überstehen und auch genießen können, ja. Denn es ist, wie du sagst, ein Stück weit auch eine Gnade. Genau. Gut. Ich danke dir ganz herzlich für deine Arbeit und für diesen Hinweis und auch genau für den Beitrag, den du zusammen mit Alexander Klock geleistet hast im Zusammenhang mit dem Konterkarieren der Panik- und Angstmache im Zusammenhang mit Fukushima. Mhm. Herzliches Dankeschön. Dankeschön. www.holisticcenter.de und www.fostag.ch sind die beiden Internetadressen, auf denen es weitere Informationen zu dem gibt, was Manfred Döpp im Zusammenhang mit Elektrosmog und Radioaktivität gesagt hat, beziehungsweise Informationen auf der Fostag-Seite zum Buch von Alexander Klock, Keine Angst vor Fukushima, Fakten, Aussichten und Zeitenwandel. Ein lesenswertes Buch zu einem Thema, vielleicht eine etwas ungewöhnliche Herangehensweise, sich bei einem Thema, was in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Diskussion eben ausschließlich mit dem Thema Angst und Panik besetzt ist, mit dem provokanten und mutigen Titel Keine Angst vor Fukushima genähert zu haben. Für das Interesse und die Aufmerksamkeit wie immer ein herzliches Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal beim Alpenparlament.